So, das, was beim Schulsportfestival natürlich nicht fehlen darf, ist Kompetenz. Und die haben wir uns natürlich hergeholt. Und ich darf mal kurz vorstellen, wer wir an kompetenten Menschen aus dem Sport, aus der Sportwelt uns hergeholt haben. Ich fange mal rechts außen an. Allen bekannt, mehr oder weniger, vorhin waren die Fortuna-Spieler hier. Und wir gratulieren nochmal zum Aufstieg. Unser Präsident Fortuna Düsseldorf, Peter Frimuth. Des Weiteren neben ihm Sporthochschule, viele Jahre Leiter des Gesundheitszentrums, genau. Gesundheitszentrum an der Sporthochschule, viele Jahre, viel bekannt, sicherlich auch aus dem MoMA, Sportschlau und so weiter, Herr Professor Frohböse. Ganz besonders stolz bin ich natürlich auch, dass wir den alten Olympioniken uns hergeholt haben, den Sportwissenschaftler, viele Jahre Sporthochschuldirektor, Professor Hollmann. Links neben mir den stellvertretenden Sportamtsleiter und künftigen Sportamtsleiter, Herr Meinolf Brückmann. Ich gehe mal davon aus. Und ganz links, und da bin ich auch froh, dass er es geschafft hat, nämlich ein Landtagsabgeordneter der CDU, zuständig für Sport, Herrn Holger Müller. So, dann ist die Runde komplett und natürlich muss unsere Schulleiterin ganz kurz unsere Gruppe begrüßen. Ganz herzlichen Dank an die anwesenden Herren für ihr Kommen heute. Wir haben ein wenig gezittert, ob wir das alle schaffen würden und haben gerade noch auf den Herrn Frimuth gewartet und sind natürlich wirklich begeistert, dass Sie heute alle hier sind dass unser Sports Day auf diese Weise eine doch große Bereicherung abfährt. Dann wünsche ich der Diskussion einen ganz gewinnbringenden Verlauf. Ja, wunderbar. Schönen Dank. Einen großen Applaus für unsere Sportschulleiterin. Und dann können wir gleich anfangen mit der Diskussion. Und natürlich fange ich ganz rechts an. Wir haben hier Sportstadt Düsseldorf. Eine ganz tolle Geschichte. Wir werden gefördert vom Sportamt. Wir haben im Schulsport ganz viel bewegt. Und deswegen geht es natürlich hier am Comenius-Gymnasium in Oberkassel mit Schulsport und unseren Möglichkeiten. Welche Schule hat überhaupt zwei Dreifachsporthallen? Direkt in der Nähe ein Schwimmbad, eine Leichtathletikanlage und das, was wir mit unseren Schulsportentwicklungen die letzten Jahre geleistet haben, das ist ja eine tolle Sache. Wenn ich zurückblicke, 2003 haben wir angefangen, auch mit 3.500 Leuten. Jetzt haben wir mindestens schon genauso viel. Und deswegen die erste Frage an Herrn Frimuth. Herr Frimuth, verbindend Schulsport, Vereine, die Gymnasien, wer muss eigentlich auf wen zuerst zugehen, damit wir noch mehr Schulsport und Vereinskooperation bekommen? Ja, zunächst kann man feststellen, wir haben ein verbindendes Element, das ist der Ball. Der geht auf alle zu, die mit ihm spielen wollen. Und von daher ist das sicherlich das naheliegendste Element. Ich glaube, es ist immer wichtig, wenn alle aufeinander zugehen. Denn nur so kann man, und man hat es ja an dem Beispiel zwischen uns beiden gesehen, Herr Müller, man kann nur so auch einfach Erfahrungen sammeln, was in einer Schule stattfindet. Denn in einer Stadt wie Düsseldorf haben wir sehr viele Schulen, wir haben auch viele engagierte Schulen. Und Herr Müller hat einfach den Weg zu mir gewählt, um mir mal an einem Nachmittag diese Schule zu erläutern. Und ich glaube, wenn so etwas passiert, auf der einen Seite das Ansprechen erfolgt und auf der anderen Seite natürlich die Bereitschaft, es sich anzusöhnen, dann kommt man schnell zu der Überzeugung, dass es hier auch gute Synergien gibt. Und ich glaube, dass gerade in einer Stadt wie Düsseldorf, die ja nun wirklich eine sportbegeisterte Stadt ist, die Vorsitzende des Sportausschusses, Frau Lehmhaus, sehe ich auch hier unter uns. Und von daher ist das eigentlich eine ideale Voraussetzung. Denn um es aus Sicht der Fortuna ganz einfach zu sagen,
Wir wissen, dass die Entwicklung des Vereins an vielen Stellen und auch auf vielen Schulhöfen in dieser Stadt begonnen hat. Nicht im Sportunterricht, sondern in der Fußballbegeisterung. Und von daher ist es für uns natürlich ganz interessant und auch eine große Freude, an so einem Tag wie heute und aber danach folgend auch ein Stück weit was zurückzugeben. Ja, vielen Dank. Das war ein klares Wort für den Schulsport. Und wir werden das natürlich auch mit der Fortuna hier weiterentwickeln. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir da zu guten Ergebnissen kommen. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Schulsport ein bisschen vernachlässigt wird, bis zu gar nicht passiert, weder in der Politik noch an Schulen. Auch die Direktoren, bei den Direktoren ist es auch so, dass der Schulsport nicht unbedingt eine Lobby hat. Dabei ist es doch wirklich so wichtig, dass er gefördert wird und dass man daran arbeitet. Herr Professor Frohböse, wie wichtig ist denn der Schulsport für Deutschland? Wir reden ja sehr viel über Bildung und gerade mit PISA jetzt doch in den letzten Jahren immer mehr auf den Plan gerufen worden ist, wo wir doch darüber geredet haben, wie die Leistung der Schüler im Vergleich der europäischen Länder sind. Das, was ich mit so großer Sorge sehe, ist, dass wir im Bereich der Bewegungsentwicklung doch auch weiter hinterherhinken, gerade im europäischen Vergleich, wo der Schulsport eine ganz andere Dimension hat. Schulsport ist wichtig, um den Kindern zu erhalten und den Bewegungsvirus vielleicht einzupflanzen. Bewegungsvirus ist ein wichtiges Element, weil Kinder lernen über Bewegung, Kinder lernen viel über Bewegung, Kinder letztendlich entwickeln Intelligenz über Bewegung. Also Sport ist letztendlich eine ganz wichtige Bildungsaufgabe, ist letztendlich für die langjährige Entwicklung bis ins Ohrhalter hinein. Sehr gut, also wieder ein klares Pro für den Schulsport und dass da mehr passieren muss. Und jetzt haben wir natürlich Professor Hollmann da und da geht es ganz klar, meine Frage. Ja, danke. Da ist ganz klar meine Frage. Wenn wir jetzt so wenig Schulsport haben und wissen, wir müssen mehr machen, dann kann Herr Professor Hollmann natürlich vielleicht so ein bisschen den Bogen spannen zu früheren Zeiten und auch noch zu meiner Zeit an der Sporthochschule, wo es ja auch nicht so sehr viel Schulsport gab. Wie war das denn früher, Herr Professor Hollmann? Zunächst möchte ich Herrn Müller ganz herzlich gratulieren zu dieser großartigen Veranstaltung, die er hier aufgezogen hat. In den früheren Zeiten, da muss ich dazu zur Erklärung sagen, ich bin 87 Jahre alt und bin in den 30er Jahren zur Schule gegangen. Und damals gehörte, das war allerdings politisch bedingt, ein 6-stündiger Schulsport zur Woche. Das war vorgeschrieben. Wer darüber hinaus noch mehr Schulsport haben wollte, konnte das im Rahmen der Freiwilligkeit tun, in Form von 2 zusätzlichen Stunden. Wir kamen also so auf 8 Schulsportstunden pro Woche. Ja, das sind natürlich Traumzustände, aber wir leben ja jetzt in der modernen Zeit und unsere Schüler, die sehr stark leiden, im Grunde unter Facebook, Twitter, nicht, dass sie leiden im negativen Sinne, die finden das natürlich toll, aber die können ja nichts dafür, dass sie in diese Zeit reingeboren wurden. Aber man muss natürlich Lösungen finden und Lösungen anbieten aus dem Schulsport heraus mit modernem Schulsport. Und die Stadt Düsseldorf ist hier wirklich ein Garant dafür, dass auch was passiert. Und deswegen meine nächste Frage an Herrn Grundmann, stellvertretender Schulamtsleiter, beim Sportamtsleiter. Wie sehen die Möglichkeiten in der Zukunft Sportstadt Düsseldorf für den Schulsport aus? Ja, ich möchte zunächst auch die Gelegenheit nutzen, Peter Müller und allen Beteiligten hier für das tolle Engagement zu danken und zu gratulieren zu dieser ganz tollen Veranstaltung. Und das ist sicherlich schon ein Baustein, wie eine Entwicklung im Bereich des Schulsports aussehen kann, indem man nämlich das, was hier in Düsseldorf in den vergangenen Jahren passiert ist, die verschiedenen Akteure, die sich im Bereich des Sports tummeln, sei es der Schulsport, sei es die Sportvereine, miteinander in Verbindung zu bringen, sei es die Angebote im offenen Ganztag, das alles miteinander zu verbinden, ein Netzwerk zu knüpfen und gemeinsam zu überlegen, mit welchen Methoden man die Schülerinnen und Schüler, die Sportlerinnen und Sportler weiter fördern kann.
Also auch wieder hier ganz deutlich, die Stadt Düsseldorf ist bereit, in diese Richtung wirklich was zu tun. Ich glaube, in diesem Ausmaß sind wir auch die einzige Stadt in Deutschland, die so weit geht. Und deswegen ist natürlich meine nächste Frage an Herrn Holger Müller, CDU-Landtagsabgeordneter aus Richtung Sport. Was glauben Sie, Herr Müller, ist denn im Landtag jetzt zurzeit überhaupt möglich einzubringen an Installationen oder Neuaufnahme für den Schulsport? Gibt es da was? Denn bisher war das ja recht dürftig und dünn, was die Politik da uns erbrachte. Also Sport ist ja mal in erster Linie eine unpolitische Angelegenheit. Ich war auch viele Jahre Kreissportbundvorsitzender, so bin ich an die Funktion gekommen. Ich werde es auch kurz machen. Als ich vor einem Dreivierteljahr mit Herrn Müller in Kontakt kam, habe mir die Schule angesehen. Da war, als ich hier weg war, für mich klar, so müsste es eigentlich überall in Nordrhein-Westfalen aussehen. Wir haben auf der einen Seite das Problem, vorgesehen sind 3 Sportstunden pro Woche. Also das, was Herr Professor Hollmann sagt, das wäre ja paradiesisch. Aber 3 wäre schon gut. Wir kommen im Schnitt auf 2,1 bis 2,2, also praktisch, ich sage mal, grob ein Drittel weniger als das Minimum verlangt. Da muss sicherlich im Bereich der Sportlehrereinstellung ein bisschen meines Erachtens von Absolventen der Sporthochschule mehr getan werden. Darüber hinaus haben wir bei den Kindertagesstätten und auch bei den Grundschulen so gut wie keine Fachkräfte am Werk. Und da fängt ja eigentlich schon das Lernen zur Freude an der Bewegung an. Und ein letztes, Herr Müller weiß, dass das ein Lieblingsthema von mir ist. Wir müssen natürlich einerseits aus gesundheitlichen Gründen, andererseits aber auch aus Talentfindungsgründen so früh wie möglich versuchen, über Sichtungen, wie die Stadt Düsseldorf sie macht oder wie sie etwas anders als wir machen, über das System kann man streiten. Wir brauchen motorische Tests, Früherkennung für Talente und zur Gegensteuerung von gesundheitlichen Fehlentwicklungen. Ich denke, dass wir, ich werde jedenfalls den Versuch unternehmen, in dieser Legislaturperiode da so weit kommen, dass wir das flächendeckend für Nordrhein-Westfalen in den nächsten Jahren einführen können. Ja, ein wunderbares Statement, nehmen wir natürlich gerne auf und mal gucken, was da passiert. Wir haben ja hier Eigenentwicklungen, insbesondere hier rechts von mir von der Bühne zu sehen, der Dreifachtest. Das ist ja ein motorischer Test mit Sportnoten hinterlegt, den jede Schule ohne Geld machen kann, ist im Internet nachzulesen. Eine ganz einfache Geschichte, tausendfach in Europa abgerufen. Und wir haben auch gemerkt, dass die Videotechnik in Zukunft eine ganz große Rolle spielt. Und deswegen auch meine Frage jetzt erstmal an Herrn Frohböse. Technik im Sport, was für eine Rolle spielt das in der Zukunft? Ich glaube, dass der Sport natürlich sich weiterentwickeln muss und Technik ist ja nun in unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Wir haben ja unser Leben komplett fast auf Technik umgestellt. Leider. Zum Teil natürlich auch, weil Technik nicht nur was Gutes bringt, sondern auch viele, viele Nachteile hat, gerade was Bewegung natürlich insgesamt betrifft. Aber letztendlich muss man sich dieser technischen Herausforderung stellen, auch im Sport. Ich glaube, dass man gerade, und wir haben ja hier auch in der Halle einige Beispiele gesehen, wie man Technik, wenn man sie denn richtig nutzt, auch wunderbar animiert, bestimmte Bewegungen letztendlich zu fördern. Und Kinder und Jugendliche sind ja nun mal technikaffin. Und dementsprechend heißt das, man muss diesen Weg gehen, damit man die Kinder über das anspricht, was sie gerne mögen. Und da ist Technik an sich das beste Element. Ja, da will ich den Bogen natürlich direkt spannen. Wir haben ja in der Vergangenheit jetzt die letzten Tage erlebt, wie Technik helfen könnte, den unsäglichen Fehlerquotienten unserer Schiedsrichter zu beheben. Und deswegen natürlich die Frage an Herrn Fremuth. Herr Fremuth, wofür sind Sie denn? Für Chip oder für Kamera hinterm Tor? Am liebsten natürlich für Tore, die richtig reingehen und wo der Ball dann auch unzweifelhaft im Tor ist. Aber ich glaube, allein die Intensität dieser Diskussion macht auch wieder deutlich, wie die kleinsten Dinge im Leben selbst gegen eine Weltwirtschaftskrise ankommen können und plötzlich in den Schlagzeilen aller Online-Texte und aller Redaktionen sind. Ich glaube, der Fußball muss gucken, dass er ein Stück weit mit der Zeit geht, aber er darf nicht den Grundgeist der Diskussion aufgeben. Wir alle haben
haben ja nun in Düsseldorf erlebt, dass uns eine Emotion des Momentums genommen wurde durch dieses Sportgerichtsverfahren um den Aufstieg. Und genau dieser Moment, diese Spannung, diese Diskussion, die auch jetzt sicherlich bei den Nationen, die ausgeschieden sind, Betroffenheit auslösen, weil sie eben ein Tor nicht bekommen haben, gehören ein Stück weit dazu. Man muss diese Gratwanderung finden, klar abgrenzen, aber ich glaube, den